Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei Altipix 2. Jo. Hat gerade genickt. Ich glaube, da ist irgendwie so ein Monster runtergefallen, so richtig beknackt. Ja, wir haben ja letztes Mal angefangen mit der Workbench Plus und auch mit anderen Sachen, wo eher eine Talk-Folge draus wurde. Ja, wir machen jetzt einfach hier weiter. Wir haben die schon gemacht. Wir brauchen einen Enchant Mover gleich auch noch. Und ich hoffe, wir werden es schaffen, mit der Workbench Plus, uns diese Quarry Plus erfolgreich herzustellen und die nachher auch aufzubauen. Da gehört ein bisschen was dazu, vor allem auch Energie. ja, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, boah, Alter, Gold. Boah, das ist bald weg, ganz ehrlich. Ja, Gold ist wirklich bald weg. Dass das zur Sorge wurde, ich glaube, Zedek hatte so schnell seine Farmen immer gebaut, dass Gold in Mengen gefarmt worden konnte. Gut, 32 von denen. 32 von denen. Gold auch 32, 64. Da wären wir jetzt ja schon praktisch fast arm dran. Eisen ein Stack, sofern ich weiß. Enderperlen auch ein Stack, nur halt Enderperlen-Stack halt. Und Redstone auch einen halben. Oder ach, ich kann mit Rechtsklick sogar einen halben rausnehmen. War das nicht so? Warte mal, Quarry Plus. War nur 16, ja, dann aber nur 16, ja, weißt du. Frechheit. So. Hier mal ein bisschen weniger Gold. Alter, jetzt bricht's aber ein. Irgendwas liegt an den Parametern, das kann mein PC irgendwie überhaupt nicht ab. Allerdings laden die Welten echt schnell. Naja, egal, muss wieder ein bisschen länger laden, aber dafür mehr FPS, ich weiß ja auch nicht. Oh, das lag an Workbench Plus, weil jedes Mal hat's extrem geleckt. So, dann halt erst Diamant. Diamant, Gold, Eisen, Enderperle, Redstone. Kann ich jetzt aussuchen, Quarry oder Mining Bill? Wir möchten die Quarry. Lädt er noch? Ja, der lädt noch. Okay, wie viel Energie zählt der? Gar keine. Zum Beispiel, sie sind so... Die Windmühlen laufen noch nicht mal wirklich. Alter, also unsere Energieform, die ist so abnormal gut. Für unseren Stand zumindest. Klar gibt es Big Reactors und alles, aber ja, die leisten auch schon ordentlich was. Und guck mal, die werden ja nicht leer. Die sind immer noch komplett vollgepumpt. Und hier drin sind 70 Millionen RF, die nicht mal leer werden. Wegen so krassen Sachen relativ. Schon eins der krasseren Sachen. Sind die hier auch übrigens. Die benutzen ja auch relativ viel. 1000 F pro Item ist schon ein Stück eigentlich, je nachdem wie viele Items man hat. Aber hier konstant. Keine Zweifel. Gut, das dauert ja ein Weilchen. Ja, das Interface von dem leckt ziemlich. Gut, dass wir das Ding nie wieder brauchen, weil bis die Quarry Plus fertig wird. Fertig. Ob das bis deren Ende passiert, ist auch eine andere Sache. Vielleicht. Ha! Yo, yo, 64 Obsidian, übertreib mal. Zwei Ambisse, ganz ehrlich. Der hat doch einen Arsch offen. Die haben einen Arsch offen. Gut, wir wollen bitte... Nee, wir wollen sechs. Sechs bitte davon. Oh Gott, ey. Das ist so übertrieben. Früher war alles besser. Na, weiß ich nicht, aber das Ding kann ja auch enorm viel. Da will man sich ja nicht beschweren. Obsidian habe ich, glaube ich, mal in Mengen gefarmt. Die hat 342. Ohne Vein Mana würde ich das niemals tun. 32 Diamanten. Gut, dass wir hier diesen mehr oder weniger Bug hier ausgenutzt haben. Boah, Alter. Den hätte ich sonst ins Essen gekotzt, ganz ehrlich. Als ob ich so viele Diamanten hätte. Im Normalfall. Das war jetzt auch nur ein Wunder. Ah, in weiser Vorausahnung. Gut, zwei Ampen noch machen. So. 48. Rotstein. Fleisch und Siech. So. 48. 8, 8, 1. Gold. Iron. Sieht man wahrscheinlich immer auf der ersten Seite und ich verpeil's immer. Ja. Und eine Enderperle. Eine Enderperle. Oh, dieser Enderman-Head. Ach nee, das ist ein von Enderio. Hier haben wir noch ein Poch.
Gut, das ist bald fertig. Da lohnt sich das nicht, noch einen neuen zu machen. Es leckt mal ab, nochmal, wenn man da rausgeht. Also bleiben wir im Interface. Dann gehen die FPS auch nicht in den Keller. Naja, tun sie nicht. Oh, Harveys neue Augen, Musik. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal bei Gronkh geguckt. Ne, ich habe nur Edna Bricht ausgeguckt, ja. Das ist ein Spiel, die sind ganz eigenartig. Ganz skurriler Humor. Aber auch enorm viel Aufwand dahinter reingesteckt. Das vermute man gar nicht. Ja. War es eine Enderperle? Warte mal. Nee. Quarry Plus. Zwei waren's. Kein vollen Stack. Was habe ich da gelabert? Egal. Ist mir Wurst. Muss jetzt die Sachen hier reinlegen. Alle schön fein säuberlich. Und dann kann man nochmal auswählen. Zum Glück wird das ja nicht einfach verschlunzt, dass man zu viel reingelegt hat. Einen Enchant Mover. Das brauchen wir nämlich aus dem Grund, dass wir da die Verzauberung runter machen können. Von Items. Und die können wir dann auf die Quarry Plus. Laden. Ich schaffe es ja nicht mehr. Was will ich hier? Ich müsste unten gucken. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar direkt drauf verzaubern können. Nein, es geht tatsächlich nur noch mit dem Enchant Mover. Also machen wir uns den nicht komplett für den Arsch. Sonst hätte ich das nämlich noch schnell abgebrochen. Macht er das denn vernünftig hier? Ja, willst du es wohl vernünftig machen? Ja, macht er auch. Ich glaube, der kriegt so viel nur danach. Da kann er nicht mehr anders. Ja, und pumpt der eigentlich noch? Oh, ich glaube, das kann man nicht von hier gucken, oder? Ne, der kriegt nur den Vakuumhopper. Da hat er so eine große Hitbox. Als ob. Scheiß Vakuumhopper. Kann man hier über die... Alter. Ja, wir müssten eigentlich mal... Vakuumhopper. Vakuumchest. Okay. Oh, ich komme da nicht dran ohne Shift. Ach, dann ist mir auch egal, wie sehr das jetzt hier absaugt. Wird schon gut klappen. So, fertig. So, du gehst aus dem Weg, Rüdiger. Aha. Ja, Enchant Mover, auch ein wichtiges Gerät. Breaker Plus brauchen wir nicht. In der Zeit gucken wir uns mal um die... Alter, wenn man da aus dem Inventar geht. Boah, das ist der Lag des Todes. Woher kommt dieses scheiß Ei? Die Tiere, die kommen, seitdem ich neue Spawn-Scripts geladen habe, spawnen die überall Tiere, die in meine Basis laufen. Ich habe eben noch vor der Aufnahme einen Huhn getötet, was in meiner Haustür festgebackt ist. Hier in der Ecke war das, hat nichts mehr gesagt. Ja, grandios. Diese neuen Spawn-Scripts, die haben es in sich. Aber es war sowieso wenig bevölkert, also begrüße ich das eigentlich, wenn hier Tiere reinkommen. Es ist auch nur so hell, weil das hier eigentlich Tageslichtkontakt hat, ja. Naja, jetzt geht es um die Energieversorgung. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich habe nämlich gedacht, mit Additional Pipes kriegt man ja eigentlich auch Power-Teleport-Lines. Und das Ding ist ja teuer. Ne, oder? Kann man auch so hinkriegen, oder? Ja, ach Gott. Total teuer. Ne, überhaupt nix. Power-Pippe. Power-Pippe. Genau, die Pippe. Die Pippe macht das gut. Denn die hat ein bisschen 10% Verlust von der Energie. Macht aber Spaß und ist auch zudem äußerst fair. Assembly-Table haben wir halt noch nicht. Ob wir das jemals machen werden, ist eigentlich egal. Man kann die meisten Sachen auch ohne machen. Doc, die Aggravator, dein Ernst? Calms down attacking wolves. Ich weiß ja nicht, womit der Mod-Entwickler Probleme hatte, aber anscheinend mit attackierenden Wölfen. Das war übrigens mein erster Tod in Minecraft. Ich bin gespawnt in einem Wald und habe direkt den zu der damaligen Zeit neuen Wölfe gesehen. Ich bin ja seit der Beta, habe ich Minecraft zum ersten Mal so gesehen und habe dann das mal auch angespielt. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Rudel Wölfe geschlagen und die haben mich getötet. Das war der erste Tod. Der zweite war, glaube ich, mit einem Creeper von hinten. Da dachte ich mir auch, well, fuck, war auch meine erste Creeper-Erfahrung. Ja. Ja, irgendwas stimmt hier gar nicht mit den Parametern. Die kommt zur nächsten Aufnahmesession, kommt das Zeug auch raus. Nee, nicht Fluid, Power wollen wir, aber erstmal brauchen wir Item dafür. Ich wollte doch ganz sicher, wollte ich doch diese Zahnrädchen machen. Aber die kann man doch bestimmt auch so machen. Oder braucht man da unbedingt ein Diamond Gear? Ich meine Gold Gears davor. Anscheinend brauchen wir Gold Gears davor. Unsere
Gold Gear müssen wir bewältigen. So. Das ist manchmal echt nicht aus dem Inventar. Gold, wie viel Gold haben wir? 19. Kläglich. So, Power. Ich überstürze alles. So. Item Teleport. Power Teleport. Hoffentlich kackt das nicht ab. Bräuchten wir doch eigentlich alle, nicht wahr? Ne? Ja, wir brauchten eigentlich alle. Das tut ja auch keinem weh, Diamanten haben wir zuhauf. Ja, und das klemmen wir einfach. Hoffentlich crasht es nicht, weil da habe ich sehr Angst. Mit Ender-Aero und Buildcraft einfach mal was anzuklemmen. Sagen wir einfach. Ja, nicht daneben, ich will nichts riskieren. Zack. Ob das geht, ist natürlich auch eine andere Sache. Ah, genau. Output. Receive only. Ja, public ist ja scheißegal. Owner AC Gaming. Inputs 0. Frequency 1. Kann das Ding davon nicht direkt annehmen? Oder nimmt es schon an? Warte mal. Wir haben noch eine Energy Cell, oder? Die ist voll. Vielleicht können wir die ja nehmen als, verbindet die sich denn damit? Blau ist doch, Input, ne? Ja, ja, blau ist Input. Wir wollen aber ausgeben. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir müssen es gleich einfach testen, sonst müssen wir uns einen Tesseract machen, da hilft ja nichts. Hätten wir eigentlich auch noch da bleiben können hier. Ja gut, das stellen wir einfach mal ein hier. Das hat ja an... Oh, das verbindet... Die waren mir immer sehr suspekt, aber ich wollte einfach nur mal testen, ob das klappt. Weil das wäre natürlich deutlich billiger als ein Tesseract. Obwohl auch nicht mehr so, so teuer für uns ist. Gut, hier ist Mode Push. Sagen wir hier, ja, man kann ja nur sagen, Input, Output. Ja, ist einfach ein Output, ist ja klar. Soll da die Energie raus. Egal, wir werden es sehen, wie es passt. Ja. So. Das Ding sollte schon längst... Aha. Das wurde rausgeworfen. Okay, verstört mich nur ein klein wenig. Hätte ja auch einfach despawnen können. Egal. Weg mit der Energy Cell. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich die Sachen. Wir können den Enchant Mover. Hoffentlich braucht der keine Energie. Ich weiß es ja nicht. Den Bullshit können wir jetzt loswerden. Wir setzen einfach mal hier drauf. Quarry Plus kommt hier dran. Wir brauchen... Okay, aber kriege ich die Sachen wieder zurück. Wir brauchen erstmal irgendeine Pickaxe, die wir haben. Was würde sich da mehr anbieten als diese alte, labbrige Holzspitzhacke? Nee, wir wollen hier nix Level. Wir wollen einfach nur zum Verzaubern. Diese alte, labbrige Spitzhacke, die können wir verzaubern auf Efficient... Ach Gott, jo. Mach dich fort. So, wir wollen mal bitte Retrieve All. Oh, 470 Level. Oh, schade. Wir wollen erstmal Efficiency... Alter. Efficiency, Unbreaking bringt, glaube ich, nichts. Fortune wollen wir auf jeden Scheiß. Immer Glück, immer schön Keys, Flint, alles. Autosmelt gar nicht. Wir wollen einfach nur Efficiency, Unbreaking. Ich weiß ja, ob Unbreaking überhaupt was bringt. Das Ding geht ja nicht kaputt. Effizient arbeitet es, also schnell. Ist das für Unbreaking vielleicht energieeffizient? Da kann ich mir nicht drunter vor ausmachen. Silk Touch fällt natürlich flach. Oh, uralte Musik. Dabmut Monkey Island, alter, alte Gronk-Zeiten. Alter, Nostalgie des Todes. Da habe ich mit Gronk angefangen zu gucken, ungefähr so 2012 war das. War ich klein und unschuldig. Naja. warum will das Ding jetzt hier nicht rein? Oder muss es wirklich eine Diamantspitzhacke sein? Ach Gott, ey. Guck mal, einmal, Mod Reviews. Pick. Ja, will's wohl sein, ne? Ich
egal. Ist mir scheißegal. Weil in der Mod-Review war das auch eine Diamantspitzhacke. Ich dachte einfach, das hat er willkürlich aus dem Kreativinventar genommen. Aber nein, hat ja eigentlich immer alles einen Hintergrund. Es war eh nur Efficiency und Fortune. Efficiency, Fortune. Weil das muss man eigentlich mit einer Spitzhacke drauf verschieben. Da können wir jetzt sagen, gute Nacht. Der hat schon wieder 49 Level gesammelt, Alter. Oh Gott. Sofort wieder eingebucht. Ja, man braucht es tatsächlich. Efficiency. Ah, okay. Lala. 3. Ja, und alles ist drunter. Perfekt. Die Diamantspitzhacke ist fertig. Efficiency 5. Fortune 3. So, rein und rein. Welcome Plush hat. Plush hat auch schon gedehnt. Nicht in die Hotbar. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen, wo wir die Crowy aufstellen eigentlich. Und natürlich noch die Energie. Dazu nehmen wir die Dimensional World. Alter. Dimensional World. Das sind nämlich nur ganz wenige Items, die man dafür braucht. Diese Blöcke, 14... Aromic Multicrafting. Ne, nicht Multicrafting, Crafting. Warum habe ich Multicrafting gesagt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Miner Core. The bottom center of the structure sticky, or what the fuck? Egal, das brauchen wir. Stone Brick mit diesem Mining Multitool. Das können wir uns erstmal... Das ist sowieso wichtig, dass... Alter, wie es leckt. Nee, da, ich glaube, die hatte ich schon mal, diese Configs, und da habe ich die genau aus diesem Grund rausgenommen. Es fehlt natürlich die Stahlschwitzhacke. Immer fehlt das Trivialste. Ja, Mining Multitool. Und wir brauchen einfach, ich glaube, 14 Blöcke braucht man hierfür. Das Ding hat aber auch dämliche Uses. 70% ist schon benutzt worden. Gut, das ist einfach wie ein Netherportal. Oh, ich weiß nicht wohin. Das wird ja auch wieder... Ja, das passt nirgendwo hier rein. Da würde ich sagen, einfach machen wir es hier rein. Im Boden ja auch, ja. Das ist... Nee. Das ist einfach, dass das hier einfach den ganzen, die ganze Sache hier einnimmt. Obwohl es ja auch 4 sein müssen, ja. Herr Rüdiger ist natürlich auch sehr interessiert, wenn es hier um Hausumbauten geht. Aber für ihn ist das ja eigentlich hier nichts. Ich glaube, das braucht sogar hier noch die vollen 14. Meine ich, was so gehört zu haben von Modded Portals Dingens. Dass die wirklich die feste Struktur brauchen, wie ein Netherportal wirklich mal auszusehen hatte früher. Obwohl man nie die Ecken brauchte, glaube ich. Egal. Mit rechts, glaube ich, ja. To go through the portal, you have to sneak in it. Das ist hier das Mining Portal, das ist richtig genial. Wir müssen einfach sneaken, wenn wir reingehen. Er lädt runter. Ja, warten wir mal kurz. Da sind wir. In der Mining World. Ja, und hier ist alles flach. Und hier können wir unseren Spaß haben. Hier ist alles flach, immer Tag. Und hier kann man auch also Solar Panels effizient nutzen. Wir machen uns erstmal einen Wegpunkt mit Portal. Sende einfach eine SMS mit Portal. Eine Dimension 6. So. So, schön hellblau, genauso wie das sein soll. Hellblau und weiß. So. Putz. Coin of Fortune. Die Werte Crowys stellen wir einfach mal. Ist ja Wurst wo. Zack. The fuck. Was auch mal das war. Wir müssen auch noch, uns noch Marker machen, aber ich möchte erstmal testen, ob es geht. Dimension. Ja, send and receive. 1. Dieses Ding ist komplett nutzlos. Public. So. Outputs. So. Receive only, sagen wir es. Ja, das andere ist auch ein Output. Genau, macht das so viel Sinn? Müssen wir wieder sneaken? Ich glaube schon. Ja, das ist vielleicht auch nur sicherheitshalber so.
Aber wir kommen ja relativ schnell wieder rein. Es ist Nacht. Egal. Wir gucken hier mal, was hier unten der Fall ist. Sonst machen wir den Rest einfach nächste Folge. Hier. Jetzt sagen wir mal hier Send and Receive. Ah, nimmt der trotzdem nichts an oder was, ne? Ja doch. Warte mal. Es ist ein ganz komischer Mod. Ich verstehe die überhaupt nicht. Ich glaube, die kennt auch fast niemand mehr. So altbacken ist die. Jetzt aber auch hier Set and Receive. Macht ja nichts aus. Inputs 2. Ja, generell schon, ja. Frequenz 1. Public. Filler. Genau, man kann es nämlich umstellen. Filler und Crowley. Ja, er sollte jetzt eigentlich die Energie bekommen. Zumindest wenn wir jetzt nochmal das Ding neu aufstellen. Sogar da dran können wir das sogar aufstellen. Ja. Dumme, nutzlose Dinger. Wir brauchen auch noch zudem noch einen Chunkloader. Und wir brauchen noch Marker, die wir uns dann der nächsten, das nächste Mal machen müssen. Vielleicht finde ich ja auch heraus, ob die sich wie im Verhalten geändert haben, diese Power Teleport Pipes. Oder ob das wirklich nur an Buildcraft, wirklich nur mit Buildcraft geht. Was ich sogar jetzt stark annehme, obwohl was mit Crowley Plus ja auch nicht geht. Finde ich ganz kurios, diese Modifikation. Egal, das tut nicht zur Sache, die brauchen wir auch nicht mehr. Tschüss, tschüss. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch gewesen für diese Folge. Wir haben ja das relativ hinbekommen und wir können nächstes Mal dann unsere Crowley starten, die bitter nötig ist. Und wir haben Ressourcen bis zum, wirklich bis zum Abwinken, das kann man sagen, mit so viel Fortune. Und dann werden wir das irgendwann noch in der fernen Zukunft mit der Mechanism Erzverfünffachung verbinden. Und da kann ich euch sagen, dass das ein bisschen was wird mit der Geschwindigkeit Efficiency 5 und einfach Erzverfünffachung. Das wird leicht schade, sage ich euch. Erze im Überfluss. Naja gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich renke mir den Nacken aus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.